Zu einem ganz anderen Thema. Es geht um Kunst zum Anfassen in Hannover. Ein kreativer Kopf aus Oldenburg hat sich überlegt, farbige Trinkhalme zu Ballen zu pressen. Ganz nach den ländlichen Vorbildern aus Stroh, nur eben ohne Stroh. Falls Ihnen das jetzt zu schnell ging, Christopher Jaworek hat die Bilder. Na denn, mal Prost. 4 Millionen Trinkhalme mitten im historischen Grün der Herrenhäuser Gärten. Sieht aus wie Müll, ist aber Kunst. Denn dieser Mann hier macht aus den Sangria-Strohhalmen quietschbunte Strohballen. Was für eine Idee. Wenn man mit dem Zug aber durch die Landschaft fährt, durch Deutschland, dann sieht man ja überall diese schönen Ballen, wie die da im Land liegen. Und es sieht immer schon perfekt aus, als so eine skulpturale Installation, wenn man so will. Und dann ist ja die Überlegung, wie kann man dann so ein Bild in die Stadt übertragen und ohne jetzt diese Strohhalme zu nehmen, weil die gibt es ja in der Stadt nicht. Und da gibt es ja eher diese Trinkhalme und so kommt dann irgendwie das eine zum anderen. Der gebürtige Oldenburger stellte schon in Berlin und München aus. Nun ist seine Strohhalmkunst in Hannover als Teil der Kunstfestspiele Herrenhausen. Das Besondere, an jedem Ort werden die Halme wieder auseinandergepflückt und zu neuen Ballen verarbeitet. Erntehelfer und Landmaschine inklusive. Sonst auf den Feldern unterwegs darf Kurt Grotjan Heise heute mal Kunst machen. Sehr ungewöhnlich, wir sind halt Künstler. Wir waren ein bisschen überrascht, als wir den Auftrag gekriegt haben. Ne? Sowas hatten wir auch noch nicht. Haben schon viele Dinge gemacht, aber das ist was Besonderes. 200 bis 300 Kilogramm wiegen die farbenfrohen Ballen. 1,30 Meter hoch werden die Ballermann-Strohhalme nun in den nächsten Wochen die Herrenhäuser Gärten in Hannover schmücken. Kunst, die zur Abwechslung auch mal angefasst werden darf. Es ist auch erlaubt, auf die Ballen sich draufzusetzen, sich anzulehnen, vielleicht sich hinzusetzen, ein bisschen die Sonne zu genießen, wenn die Sonne da ist. Und Spaß dabei zu haben. Das Schöne, jeder Ballen sieht anders aus. Vor allem der Zufall entscheidet darüber. Dafür halten sie dann aber auch etwas länger. Ja, ich habe mal mit jemandem vom Fraunhofer-Institut gesprochen, weil das natürlich schon eine Frage ist, irgendwie was passiert damit, irgendwie verwest das. Ist halt eigentlich für die Kunst wunderbar geeignet, also was halt so die Langlebigkeit angeht, weil 500 Jahre hält so ein Ballen auf jeden Fall, meinte er. Eine konkrete Botschaft hat das Kunstwerk aber nicht. Jeder Betrachter soll sich seine eigenen Gedanken machen. Möglich ist das vom 29. Mai bis zum 14. Juni hier auf den Kunstfestspielen Herrenhausen. Denn mal Prost!